Merci, Herr Präsident, doch merci an der ganze Equipe für den Rapport, den aber schon auf seine Art und Weise schockierend, dass vor allem, wenn ich gucke, wie die Strukturen sind, dann ist das eigentlich ein Rapport, wo man sich nur schummen muss, wie man kann und die Leute da innebringen. Das ist immens dramatisch und ich hoffe, dass aber jederin ihre Message verstanden hat, für das du auf die schnellsten Art und Weise muss gehandelt gehen, weil die Leute all der an den Strukturen und an den politischen Entscheidungen leiden. Es sind zwei Themen, wo ich mal noch rausgesehen habe in einem Rapport, der den das Zeit hat erwähnt, wo da ein Beispiel ging hat von einem 16-Jährigen, wo dann nicht konnte gesagt werden, wie alle, sondern dort den Jungen her sich dann durchmüsste in einer schwierigen Prozedur in der Zeit, wo ich gedacht habe, dass zu Lützburg überhaupt rechtlich nicht möglich wäre. Seine Charakteristik sexuell extern. Ich schon gemeint, selbst die Teil im Land gehen nicht gehen. Dass ich noch der Jahr der Weiß ging, Higo für irgendein Alter zu bestimmen. Ich bin schockiert, dass das überhaupt erlaubt das. Und dann aus der Diskussion froh, sind in 4 Jahren, wo ich noch heiße, beschäftige ich mich alle Jahre mit Männerjährigen zu Straße. Mhm. Und ich habe gesehen, wann der Alten ist, im 5. Du, was ist da die Explikation? Wie kommen die Namen? Wie landen sie? Okay, jetzt stelle ich schon alle Jahre, das ist ja parlamentär für Statistiken, dann schätze ich in der Justizkommission hin und dann sehen immer, nein, die kommen nicht dahin, das ist nur an der Ausland, wenn du ein Zimmer renoviert hast oder irgendetwas. Wir alle Jahre sind sie aber da. Mhm. Und das Problem, wenn ein Junge verschärft sich ja, wenn er als Junge Männer auf Straße kennt. Wie kann das sein? Merci. Da, dann war noch die Frau von den Managerischen, von der Altersbestimmung, weil das gesetzlich nicht verboten, mit das aber in Praxis die aufgestellt ging, das in der anderen durch die auch durch eine kritische Auseinandersetzung, Kritik von der Menschenrechtskommission vor während der Pandemie. Es sollte nur noch zu mehr einem Dialog nachkommen für rundherum die Frage von der Altersbestimmung, dass immerhin am Anfang ein Dissens rundherum die Frage von der Altersbestimmung, weil medizinisch möglich ist, wie das anzuordnen ist, mit einem Wahrscheinlichkeitsalter, mit einem Mindestalter, den UGIT, den dann zu der Präsumption der Minorität feiert. Und das ist etwas, was effektiv gesetzlich nicht so präzisiert ist. An mir mengen es wichtig, und das wäre dann ein Appell für am Anfang einen nationalen Konsens herzustellen rund um die Frau. Das ist auch wichtig für die Konsens, die Verwaltungen, die da betroffen sind, d'autres des judiciaires, an auch die ONGs, die an der Flüchtlingshilfe, an der Betreuung von Leuten auf der Flucht mit dabei sind, für das einen nationalen Konsens haben, per Rapport zu den Frauen, wie wir Altersbestimmungen machen, zu wer das kann feiern. Das meine ich auch in Zukunft dann das Jugendstrafrecht mit der Präsumption Minorität, was da angeschrieben wird, dann Alter bis 21, wird in Teil zu einer Lösung beitragen für die Grenzfälle, die in dem Moment zu stellen, rund um die Frage von den Voradulten oder Vormineuren. Und das merkt ihr an dem Rapport, an der Statistik von dem Centre Socio-Educatif an der Unité de Sécurité, dass du viel weit wärst zwischen dem CPL und der UNISEC. Das ist natürlich gut nicht gut, weil das weiß auch, dass von der Weg vom CPL rüber geht bei der UNISEC, dass du junge Menschen sind, die in der Präsumption der Minorität dann als Manager können und dann noch an den Strukturen müssen unterbrüst gehen. Wie gesagt, du könnt mit der Reform könnt du auch eine Verbesserung von der Situation und so, dass nach wie vor einfach ein Umstand ist, den aufgrund von einer gesetzlichen Basis vom Jugendschutzgesetz möglich ist. Und solange wie das möglich ist, werden auch weiterhin Decisionen geholfen. Aber wenn man auch nimmt, das denkt als infrastrukturelle Gründe, und das ändert als Appreciation, weil eben das Schutzgesetz den am Ende nicht hier geht, für richtig appropriate Antworten zu gehen, an die Jugendrichter dann ein Decisement auf Basis vom Artikel 32 möchte, für das der Wissende Gericht dann zu einem Prozess können führen, dem wo es nicht gericht. Also das ist also etwas, wird sich eine veränderte Situation wird doch durchstellen, wann die Reform, wann das Jugendstrafrecht bis angefordert ist oder könnte. Ja, das war die Sache von den Prison.